So. Mein Unterbewusstsein und ich, eine Beziehung mit Hindernissen. Es müssen nicht immer Hindernisse sein, aber wenn wir heute reden über gewisse Dinge, die uns betreffen, dann sind es nie irgendwann. Es sind immer die. Immer. Aber ein paar, einige Aha, werden wir testen. Wow, geht. Ja, wie tut mir irrsinnig schwer mit der Handmikro, weil ich eben so aktiv bin. Dann kann es partielle Aussetzer geben. Jupp. Ich wollte jetzt einmal in erster Linie was sagen über Wahrnehmung, Unterbewusstsein, glaube ich. Genau, ja. Also, kennst du mir mal alle zeigen? Da. Seht ihr mich? Zeigt einmal hin, wo ich bin. Wird ja jeder so machen, glaube ich. Ich sage es falsch. Kennst du das irgendwie so vielleicht? Was, wisst ihr, Licht, wieder reflektiert, trifft auf eure Augen, Hirn, baut das Bild zusammen. Also wo seht ihr mich? In euch selbst. Alles, was ihr da draußen wahrnehmt, seht in euch selbst. Immer. Ausnahmslos. Was ihr hört, was ihr riecht, was ihr schmeckt, das fällt euch nicht auf. Und was glaubt ihr, wie viele Realitäten gibt es denn auf der Welt? Für mich eine. Genau, die eigene. Jeder hat seine eigene. So viele wie Menschen, so viele Realitäten wird sie da draußen haben. Und nichts anderes. Ja, aber dann kommt es ja oft zu Missverständnis, oder? Definitiv. Ja, aber ich habe ja gerade, es ist ja, ich habe mir das ein bisschen durchüberlegt, ich habe mit jemandem diskutiert über diverse Formulierungsunterschiede. Und da bin ich drauf gekommen, dass Lebensgefährtin teilweise ableitet von Lebensgefahr. Und definitiv richtig, ja. Wenn ich jetzt was falsch verstehe, weil es zu kommunikativen Unterschieden kommt, das ist ja vor kurzem passiert. Ja. Zu mir ist immer gesagt worden, du lässt da. So? Ist gut? Ja? Ich spreche so. Ja? So. Und zu mir ist immer gesagt worden, du lässt mir viel zu viel gefallen und jetzt habe ich mir gedacht, muss ich mich einmal dagegen stellen und jetzt habe ich es richtig einmal gemacht. Habe mich dazu entschieden, mich auf die Füße zu stellen und habe es meiner Frau mal so richtig eingesagt. Richtig. Also ich habe ihr jetzt einmal richtig die Meinung gesagt, dass ich meine Meinung selber habe. Geil. Und was hat sie dann gemacht? Ja, auf die Knie ist sie daher gerade gekommen. Und dazu, was hat sie dann gemacht als Kommentar? Ja, sie hat gesagt, komm aus von deinem Bett, du Feige. Zu den Unterschieden der Wahrnehmung. Was ist wahr und was ist nicht wahr? Was kriege ich überhaupt mit? Also, da geht es ja um Information und was erkenne ich dabei raus? Ja, du kannst es vielleicht einmal aufzeichnen. Ja, genau. Man kennt ja, mehrere von uns waren ja schon bei Seminaren. Richtig? So, ja, ich. Und da gibt es teilweise so Strichenlisten, was Essen haben will. Ja? Und wenn ich dann bin, bei der pfeift noch immer. Er ist nicht mehr. Und dann kommt er ein und sagt nur ein Wort. Schwein. Und ich sage I. Es ist diese Information, der Informationsgehalt, oder Kuh, oder was auch immer er sagt, ein Wort. Und die Information ist jetzt ein Schwein, aber ich erkenne daraus, wer hat das bestellt. Genauso, also da kann man es sehen, erklär du das einmal. Naja, man sieht. Kennt es wer von euch vielleicht, wenn man gesagt, so zwischen Mann und Frau, du hast das genau so gesagt, in Erinnerung. Kennt man das? Schon mal gehört? Der sagt, nein, so habe ich das nie gesagt. Ziert. Der Mann sagt einen Teil, die Frau sagt einen Teil, und da ist das, was die jeweiligen verstehen. Weil richtig ist das, was der andere versteht, nicht das, was ich sage. Genau, das habe ich jetzt auch wieder erlebt. Die Wahrnehmung ist immer interessiert. Meine Frau zum Beispiel, also, nein, gar nicht, meine Ex-Frau, Entschuldigung, weiß nicht, ob es daran gelegen hat. Ich komme heim
Und sie war so immer, je länger die Zeit vergangen ist, umso böser wurde sie. Und ich denke mir so, warum bist du so angefressen? Ne? Ja. Und sie hat gesagt, ich war beim Friseur. Und ich denke mir, ich habe schon mitgekriegt, aber ich war Leistung. Also wo ich mir dachte, das ist jetzt ein Buch. Ist es so schlecht? Es setzt aus. Dein Headset setzt aus. Nein, auch nicht. Hast du das? Ja. Und wo bist du? Ich muss dir was erzählen. Ja. Und geh dorthin und sag, sie hat sich aufgeregt, dass sie ihre Haare nicht begutachtet haben. Also, sie war angefressen, nichts klar. Und sie, warum bist du nicht so böse? Ich habe gesehen, dass du die Haare gemacht hast und es passt und gefärbt und geschnitten. Und dann hat sie gemeint, du hast noch gar nichts gesagt zu meinen Haaren. Und ich habe gesagt, ja, Verzeihung, also wie konnte ich nur? Männer, bitte. Wenn ihr seht, dass eure Frauen beim Friseur waren, dann geht's hin, so wie es ich gemacht habe, gesagt, Entschuldigung, hallo. War auch nicht gut. Aber das ist dann alle zufrieden, oder? Nein. Aber was kriege ich mit und wie funktioniert das? Wie funktioniert Wahrnehmung generell? Was ist denn überhaupt wahr? Der Philipp hat heute schon geredet über Wahrheit. Was ist wirklich wahr? Wo wollen wir hin und was wird vom anderen rausgenommen? Ich zeichne das einmal auf und du tust ja, reden. Ja, passt, machen wir das ab. Wer von euch kennt das zum Beispiel in der Schule? Irgendein Thema hat einen ganz spezifisch super interessiert. Wie oft hat es denn das lernen müssen, bis das gespeichert gehabt hat? Wahrscheinlich einmal oder gar nicht, man hat es gleich am ersten Mal gehabt. Weil was ihr da wahrnehmt, was auf euch einprasselt, das wird gefiltert. Weil wenn gewisse Filter, Wahrnehmungsfilter fehlen, gibt es davon eine Form vom Autismus zum Beispiel, was bekannt ist, kriegen alles gleichzeitig immer da im Kopf mit, deswegen Data Overflow, Reizüberflutung, dementsprechend haben sie dann meistens eine Inselbegabung und sind mit der kompletten Alltagswelt überfordert. Und der größte Wahrnehmungsfilter, den es überhaupt einmal gibt, ist Interesse. Deswegen, was ich so schwer gelernt habe, die haben mich meistens auch nicht interessiert. Es gibt so Leute, Mathematik, voll super gefunden haben. Andere nicht. Ich habe es in der Schule aus dem Grund nicht so mögen, weil ich habe Mathematik anders gemacht wie die Lehrer. Das hat ihnen aber nicht gepasst. Viele Wege führen nach Rom. In diesen Filtern, was ihr habt, vor eurer Wahrnehmung, da gibt es so Programme, die man angelernt hat, einfach verschiedene, so wie Vorhänge, wie ihr es da seht, Werte, Zustände, innere Glaubenssätze. Und Glaubenssätze, die kann ich selber einstellen. Weil wer ist her normalerweise in eurem Unterbewusstsein? Solltet es nach Möglichkeit ihr selber sein. Wenn es ihr selber nicht kontrolliert, was eure Gedanken tun, dann wird es irgendwer anders machen. In welcher Form auch immer. Kennt man eh. Gibt so Sachen mit Zeitung lesen. Bei wem muss die 2% finden? Ja, genau. Kritische Fakultät nennt sich das, der Interessenswahrnehmungsfilter. Wie gesagt, was ist wichtig für mich? Das entscheidet die kritische Fakultät im Gehirn, die sitzt im Frontallappen. Die ist euer Filter, der was sagt, wichtig, nicht wichtig. Weil wenn man alles wirklich bemustert, jeden Tag, jeden Gedanken, jeden Schritt, wird man wahrscheinlich nicht einmal bis zur Kaffeemaschine kommen. Weil da müssen wir Energie nachtanken. Sprich, einmal schlafen. Ich würde nicht einmal aus dem Bett kommen. Ja, kommt auch vor. Ja, da musst du mal aufstehen. Das allein schon ist einmal eine Glanzleistung für viele. Aufstehen. Ja. Aber wie die Wahrnehmung uns beeinflusst, sehen wir vor allem auch zum Beispiel bei Wegbeschreibungen. Nehmen wir mal nur den Unterschied, den krassen Unterschied zwischen Mann und Frau her. Wie werden Wegbeschreibungen oder Wege beschrieben? Ich habe so einen klassischen Fall gehabt von einer Teilnehmerin von uns, der ihren Freund hingelotst hat, um sie abzuholen. Und sie hat geredet, ja, da gegenüber vom Friseur unterm Fitnessstudio um die Ecke vom Secondhand-Laden. Und der hat sie nicht auskennt. Und dann habe ich gesagt, ist das ein Mann? Sag sie, ja. Sag ich ihm einfach, nehmen Autoteilehandel. Und da war er. Nach 5 Minuten. Weil der hat nicht gewusst, ich auch nicht zu dem Zeitpunkt, dass dort der Friseur gegenüber ist. Oder, also. Vor allem kein Secondhand-Laden. Es geht dort hauptsächlich um Interesse. Das werden wir heute auch ausprobieren. Ich lade sie nachher ein, wir werden eine Übung machen.
das sehr, sehr simpel ausschaut und trotzdem wird es kaum möglich sein, dass wir es schaffen. Also das wird vielleicht interessant, aber zur Relation der Wahrnehmung. Was ist zum Beispiel, wie kalt sind 10 Grad Celsius? Wer ist für kalt? Wer ist für warm? Wovon hängt das ab? Wer sagt generell nicht auf? Es hängt natürlich ab, ob Winter oder Sommer ist. Im Winter bei 10 Grad Celsius sitzen wir alle oben ohne draußen und sonnen uns. Im Sommer bei 10 Grad Celsius sitzt man mit der Daunenjacke da. Jeder von uns hat schon mal einen Schneeball in der Hand gehabt, richtig? Schneeballschlacht, Schneemann bauen, Eisengel machen und so weiter. Und danach, wenn wir reinkommen sind als Kinder, hat die Mama gesagt, oder der Papa, geht der Hände waschen. Und da habe ich mit kaltem Wasser Hände gewaschen und habe mir fast die Finger dabei verbrennt, richtig? Weil vorher kalt. Das heißt, alles, was wir wahrnehmen, ist generell einmal relativ und in der Vergangenheit. Weil bis wir das verarbeitet haben, ist ja das schon wieder vorbei. Und die Augen, der Mund, die Nase und so weiter liefern ja nur Elektroimpulse an unser Hirn. Und das, was wir sehen, was wir hören, was wir fühlen und riechen, ist ja eine Konstruktion unseres Gehirns. Weil jeder von uns weiß, wir haben einen blinden Fleck im Auge, richtig? Mhm. Kurz zur Einschulung. Ja? Nein. Warum können wir denn den blinden Fleck nicht sehen? Dann sagen viele gescheite Leute, ja, ich habe zwei Augen. Und die decken das gegenseitig ab. Sag ich richtig, machen wir auch zu. Sehen wir einen blinden Fleck? Warum? Weil unser Hirn das den fehlenden Informationsstand ausgleicht. Weil das wird schon nicht passen, fertig. Genauso kommen auch diverse optische Täuschungen zustande. Durch Erfahrung. Wer kennt von euch die Müller-Lühr-Täuschung? Keiner. Rechnest du da mal auf? Es ist auch lustig, gell? Jeder sieht es außen, aber der blendet sich hier noch aus. Ja. Ich bin ja sehr oft in Afrika. Ich werde begrenzt. So weit. Achso, okay. Da sieht man, dass ich kein Sänger bin. Wenn man das jetzt anschaut, was ist Wahrnehmung, dann frage ich jetzt ganz banal, welcher Strich ist länger? Und jetzt werdet ihr aus Erfahrung sagen, sind beide gleich lang. Richtig, aber welcher schaut länger aus? Der. Jetzt frage ich, warum? Warum schaut der länger aus? Könnte das jemand beantworten, oder ist das eher so? Es ist im Prinzip ich einfach. Ich bin sehr oft in Afrika. Das läuft das nämlich ein bisschen anders. Wir können das deswegen länger sehen, weil wir gewohnt sind, mit Ecken und Kanten umzugehen. Wir haben irgendwann als ein Kleiner gelernt, wenn wir die richtige Höhe haben, und jeder von jeder von denen ist schon mal zu früh abgebogen und hat den Türstock erwischt. Ja? Oder, jetzt stehst du da vorne, und hat sie angehaut. Und unser Hirn lernt natürlich, Kanten und Winkel in Abständen einzuteilen. Und deswegen schaut der Strich länger aus. Wenn jetzt ein Kind aufgewachsen ist in einer runden Lehmhütte in Afrika, dann zeige ich das und der sagt, das schaut bei dir gleich lang aus. Was bist du von mir? Habe ich ausprobiert, ich bin nicht über die Grenze gegangen. Nein, das ist aus. Ja. Und das sind optische Täuschungen. Wenn wir jetzt dann das Wasser hernehmen zum Beispiel, wann ist kalt, wann ist warm. Zeitwahrnehmung verändert sich. Wer hat das schon mal erlebt, dass sich Zeitwahrnehmung verändert? Ja? Besonders dann, wenn du in der Früh aufstehst, so wie mir das jetzt erst passiert ist, ich komme jetzt erst von einem Tennisturnier und wir haben nicht verschlafen, also der Wecker hat verschlafen. Und Bettdecke und Polster haben uns als Rudelmitglieder akzeptiert. Also, aber wenn du dann die Augen öffnest und das Handy anschaust oder die Uhrzeit siehst, dann macht sich schon mal so ein ungutes Gefühl breit im Bauch. Und der menschliche Körper funktioniert ja elektrochemisch. Elektrisch ist quasi die Informationsweiterleitung über den Sympathikus, Parasympathikus, und das sagen dann, nein, du bist zu spät. Dann kommen sogenannte Stresshormone in den Körper
Und dann beginnt die Veränderung der Wahrnehmung. Weil dann wird es stressig. Und wenn ich dann das ganze Prozedere von Zähneputzen, Duschen, geht sie meistens eh nicht mehr aus, anziehen, verkehrt anzeigen, Auto geht nicht an. Und dann fahre ich auf die Straßen. Und nur dann, ihr werdet mir alle zustimmen, nur dann kommt Traktor, Baustellen. Auf der Autobahn haben sie extra Ampeln aufgebaut. Nur für mich. Nur heute. Weil heute bin ich spät. Und nur dann braucht der Lift ewig. Dann komme ich an und dann sehe ich den Lift schon kommen und im ersten Stock bleibt er stehen und steht dort 3 Stunden. Und er lässt mich nicht rein. Und irgendwann kommt der Lift, die Tür geht auf, ich gehe rein, drücke den Knopf und fahre in die Etage, wo ich hin muss. Und natürlich 2 Etagen vorher bleibt er stehen. Da denkt man nicht mehr dran, die Stiege zu gehen. Aber die Tür geht unendlich langsam auf. Und dann steht dort keiner vor der Tür. Dann bleibt der nochmal 3 Stunden offen, geht wieder ganz langsam zu und irgendwann komme ich da raus. Und das hat ja jeder von uns erlebt, aber die Traktoren, Eichsam, Baustellen, Tankstellen, Mopeds, Radlfahrer und so weiter sind immer da, nur wenn wir keinen Stress haben, ist es uns wurscht. Und daher kommen auch die Gründe zum Beispiel langweilig und kurzweilig. Und da sind wir natürlich maximal beeinflussbar. Ich mache in meinen Trainings alles mit sehr viel Übungen. Das werden wir heute auch machen, weil nur zu erzählen, das was ich euch heute erzähle oder was der Robert uns auch erzählt, das wissen wir ja eh schon. Wir haben es nur vergessen zum Anwenden, zum Großteil. Es geht um diese Umsetzen. Anwendung, es geht auch um Erziehung. Wie lernt ein Kind? Wie lernen wir? Wir sind ja organisiert in Programmen. Ja? Das hast du kurz angeschnitten, wie das funktioniert mit den Programmen. Und das werden wir jetzt noch ein bisschen probieren. Wenn, man bei uns nicht, aber es gibt natürlich Situationen, über die man sich ärgern kann. Es gibt Situationen, über die man traurig ist, es gibt Situationen, wo ich wütend bin. Und dann gehe ich zum Beispiel noch an Grundsatz, jeder Mensch handelt und denkt in seiner besten Option. Immer. Und der ist immer positiv. Ausnahmslos. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel, boah, schau, hast du die Katze gesehen? Ah, ja, ja. Habt ihr die Katze gesehen gerade? Nein. Aber, weil ich gesagt habe, habt ihr die Katze gesehen, muss da nicht gewesen sein, richtig? Sonst macht meine Aussage keinen Sinn. Wenn ich sage, schaut, da ist eine Katze, dann ist da keine. Und dann sagt sie vielleicht, naja, wo ist der wieder Sicht? Aber wenn ich sage, habt ihr die Katze gesehen, ich sehe es nicht. Aber meine Aussage wird keinen Sinn machen, wenn ich es nicht gesehen, wenn ich es nicht gesehen hätte, dann nimmt man automatisch an, dass es passt. Und genauso lernen wir. Und genauso wird es auch verwendet, um uns in eine gewisse Richtung zu bringen. Ich arbeite sehr viel auch mit Kindern, mit ADHS und Aggressionstherapie und was auch immer. Und Phobien. Und das dauert im Regelfall eine halbe Stunde bis 2-3 Tage. Je nachdem. Man darf zwar nicht laut sagen, aber ich denke mal, ADHS, was heißt das? Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom gibt es nicht. Das gibt es einfach nicht. Warum hat ein Mensch immer mehr Angst oder Ängste, zum Beispiel Spinnen? Wer kennt Leute mit Spinnenphobie? Ihr nicht, weiß ich. Aber die Tante vom Onkel hat von der Cousine erzählt, wo die Freundin, die Tochter Angst vor Spinnen hat. Wie oder für Schlangen. Genau, oder Schlangen oder Höhe, Höhenphobie. Alle haben Angst vor der Höhe. Wie war denn das früher, wenn ich jetzt auf 40, 50 Jahre zurückdenke? War das egal. Also mein Cousin hat Spinnen gegessen, weil es hat so gut ausgeschaut. Und wenn zum Beispiel so ein kleines Kind im Alter von 1 Jahr sieht oder mitkriegt, wie die Mama sie vor einer Spinne fürchtet oder schreckt, dann ist für das Kind diese Spinne eine Lebensbedrohung. Weil in dem Alter ist Mama und Papa alles, gottgleich. Und wenn die Angst vor einer Spinne hat, dann muss die gefährlich sein. Das ist gar nicht bewusst, aber es kommt im späteren Alter heraus. Wenn ich dann eine Spinne sehe, ist dann huah! Ja? Hupfen sie gleich an die Decken, wenn sie es sehen. Ja. Auch wenn sie nur so winzig ist. Die Großen sind dann wieder wurscht. Ne? Und genau so gehen wir auch an mit unseren Kindern, oder auch vor allem arbeite ich sehr viel mit den Eltern und den Lehrern, wie in den unterbewussten Regionen des Gehirns welche Befehle und Programme platziert werden. Unbewusst, das mache ich ja gar nicht absichtlich.
Als Elternteil will ich mein Kind ja perfekt erziehen. Perfekt wird es nie geben, aber so gut wie möglich. Und jetzt dann habe ich gewisse Glaubenssätze. Und im besten Wissen und Gewissen passiert es halt teilweise, dass das Kind dann gewisse Ängste oder Phobien erleidet oder ADHS. Ja. Und das ist aber eine ganz Kleinigkeit. Also das wird viel darum herum gemacht und es gibt keine Tabletten dafür. Klar. Es ist ja oft so nicht, wenn man sagt, bei ADHS und dergleichen, ist wie das gleiche Interesse. Größter Wahrnehmungsfilter. Vielleicht interessiert die Art und Weise, wie dem Kind das gerade gesagt und erzählt wird, das Kind nicht. Es muss noch lange nicht heißen, dass die Sache an sich nicht interessant ist, sondern vielleicht nur die Art und Weise, wie man es gelernt hat. Es war bei euch in der Schule nie jemand schlecht in Mathe. Und von da draußen schon gar keiner. Ihr wart vielleicht nur in der Art und Weise schlecht, wie ihr es gelernt habt. Oder wie sie euch gelehrt worden ist. Das ist nämlich ein kleiner Unterschied. Uns natürlich ja. Richtig, ja. Aber probieren wir mal was aus. Nehmt euch einmal bewusst eine Situation aus eurem Leben, wo es euch so richtig nervt. Wo ich sage, da ist mir nicht gut gegangen, da ist mir schlecht gegangen. Versucht euch einmal herzuholen in einem Bild, in einem Video, einfach in die Erinnerung holen, in seinem Tagtraum. Und stellt euch das einmal vor. Wie hat sich das damals angefühlt? Und jetzt modulieren wir es um, das heißt Submodulation. Versucht einmal das Bild anders einzufärben. Legt einen Filter drauf. Geht einmal aus der Situation heraus oder hinein. Spielt es mit dem Ton. Woher kommt der Ton? Von links, von rechts, von innen, von außen? Stellt euch das genauso ein, wie es sich für euch gut anfühlt. Farbe, Klang, wo die Position, außen, innen. Seid ihr selbst drin, setzt es aus euren eigenen Augen oder setzt euch selbst in dieser Situation. Und dann stellt es euch ein. Und das könnt ihr mit jeder Situation machen. Das bedarf natürlich Übung. Und lauter so kleine Features, die ganz einfach sind. Ich kann mit jeder Situation, kann man mit dem Leben umgehen. Das heißt jetzt nicht, dass man emotionslos ist. Aber ich kann jede Situation, jedes Ereignis, jede Aussage, alles für mich so nutzen und umprogrammieren, dass es für mich angenehm ist und mich weiterbringt. Weil allein im Wort Problem steckt ja schon Pro. Enttäuschung und. Das macht mich alles stärker und besser. Das ist nie schlecht. Und genau das lernen wir zum Beispiel, deswegen mache ich so ein Power Weekend zum Beispiel. Wann habe ich wieder eins? Nächste Woche oder so? Nächste Woche, ja. Also komm ich jetzt. Die Melanie rennt ja irgendwo um und um, die kleine Blonde. Da versteckt sie sich. Sie weiß darüber Bescheid. Dort werden wir bewusst solche Übungen machen, wie die ich Ihnen euch nachher zeige. Wir machen zum Beispiel, wer kennt denn das leidige Thema Abnehmen? Ja. Welche von der Leine, oder? Genau, welche von der Leine abnehmen. Wir haben Studien offiziell gemacht. Ich brauche zum Abnehmen keinen Sport machen, ich brauche meine Ernährung nicht umstellen. Ich brauche nur richtig denken beim Essen. Und es ist relativ einfach und leicht zu erlernen. Und da gehen, ich sage einmal, 1 Kilo in 3 Tagen ist gesund. Das ist relativ schnell sogar. Es wäre sogar bis zu 1 Kilo pro Tag möglich. Ist aber zu schnell. Das ist schon die Grenze, ist nicht mehr so gesund. Rein durch, wie denke ich über meinen Körper, kann ich innerhalb von 1-2 Monaten mein Gewicht haben. Sieht man bei mir gerade nicht. Ja. Bei mir auch nicht, aber das ist nicht so tragisch. Aber das geht darum, dass wir die Studie in circa 3-4 Monaten neu starten. Und dann machen wir das mit so 8, 9, 10 Personen. Wie funktioniert das? Es geht nämlich alles über Wahrnehmung und wie beeinflussbar wir selbst sein. Und zwar hauptsächlich von uns selber. Ja. Genau. Und jetzt laden wir euch ein, eine Übung mit uns zu machen. Eine ganz einfache, kann ich mit dem Mikro vor die Boxen gehen, ja? Ist weit genug vorgehst schon, ja. Machen wir alle mit? Das nehme ich als ja. So, das werden wir nämlich gleich da machen. Und unsere einzige Aufgabe wird nur sein,
den Ball von der Flasche zu schnippen im Vorbeigehen. Ist das vorstellbar? Kann er jeder. Und trotzdem werdet ihr merken, dass ca. 80% von euch das nicht zusammenbringen. Es wird nicht gehen. Dabei ist es relativ einfach. Ich muss das sehen. Dabei ist es relativ einfach. Ich brauche nur die Flaschen, also die steht dann am Tisch und ich gehe vorbei und die Flaschen runterschnipfen. Nicht wehtun dabei. Ja. Im Prinzip ist es einfach. Nein. Passt mir noch ein bisschen auf, das ist ein Betonboden, ist eine Weinflasche und so. Aber wollen wir das probieren? Okay, sind wir alle dabei? Das ist eine sehr gute Erfahrung. Ja, okay. Ist ja nur eine Flasche, nur ein Ball. Probieren wir das. Ganz einfach. Ich brauche einen Tisch. So, mit der And, also der Start wird sein da. So, hinter dieser Linie wird der Start sein, weil, ich erkläre euch gleich warum. So, gehen wir das einmal, sind das jetzt alle, wollt ihr nicht mitmachen? Streckt einmal die Hand aus. Warum wir das machen, ist, dass ja jeder weiß, was ein ausgestreckter Arm ist. Das ist nämlich nicht so. Ach so, ausgestreckter. Ja. Ausgestreckter, nach vorne oder seitlich ist völlig egal. Ausgestreckter Arm, schnippen. Und genau so gehen wir schnellen Schrittes. Ja? Schnellen Schrittes zu dem Ball und schnippen und versuchen, den Ball runterzuschnippen, okay? Haben wir es verstanden, alle? Fragen? Gut. Also aufgewärmt. Aufgewärmt und schnell. Geht schon. Schnell, nicht drüber. Nein. Nicht stehen bleiben, durchgehen. Nicht stehen bleiben und dann drücken. Brauchst du einen Moment Konzentration? Nein, brauchst du nicht. Im Durchgehen. Du darfst noch einmal. Geht schon. Hand raus. Und im Vorbeigehen. Geht schon. Ein Tempo und weitergehen. Nein, nicht stehen bleiben. Ja. Ah ja, nochmal. Bevor wir... Warte, bitte. Die es geschafft haben, dürfen sie dann da hinten versammeln. Willst du nicht mitmachen? Die es geschafft haben, versammeln sie da und die es nicht geschafft haben, versammeln sie wieder dahinter. Ja, geht schon. Hand raus und gehen wir. Ja, passt. Ja, nächste. Und gehen wir. Schnippen. Hand ausgestreckt. Geht schon? Und stempeln bis dann. Was schneller. Ja. Geht schon? Schnippen. Schneller. Ja. Der zählt. Du bist zwar langsamer geworden und fast stempeln, aber der zählt. Ja, passt. Geht da rüber. Aber ihr könnt ruhig applaudieren, wenn es wer geschafft hat. So, geht schon. Und schneller. Ja. Der nächste. Hand raus und gehen wir. Das ist schon die zweite Runde. Nicht stehen bleiben. So, geht schon. Ausgestreckt und im Vorbeigehen. Im Vorbeigehen, geht schon. Schneller. Ja, genau. Geht schon. Ja. Jawohl, der zählt. So, zwei Personen haben wir schon, die es geschafft haben. Geht schon? Und ein bisschen schneller. Konzentrieren, schneller. Ja. Und gehen wir. Schnell. Ja. Jetzt ausgestreckt. So, und jetzt alle, bevor die zweite Runde geht, versammeln wir uns wieder da. Was schon mal gemacht? Okay, schnell. Ja. Seid ihr klar, ich. Ja, genau. Wir sind, bist du schon gegangen? Warte bitte. Jetzt erkläre ich, warum das nicht funktioniert hat. Alle, die es noch nicht geschafft haben, wieder an den Start. Alle, die es nicht geschafft haben. Noch nicht. Jetzt schaffen wir es. Komm. Ja? Oh. So, warum hat das nicht funktioniert? Unser Unterbewusstsein. Was ist passiert? Deswegen heißt das Thema auch eine Beziehung mit Hindernissen. Das war jetzt ein ist im Prinzip relativ einfach, die Hand ausgestreckt zu haben, durchzugehen und den Ball von der Flasche zu schnippen. Es ist
Relativ einfach. Aber unser Unterbewusstsein hindert uns dran. Warum? Weil ich gewisse Dinge gesagt habe. Das heißt, wo ist denn der Ball? Oder? Ja, los und dabei. Ich habe gesagt, ihr sollt den Ball von der Flasche schnippen und hab dann so gemacht. Au. Und auch jeder von euch hat das gesehen, dass ich mir meinen Finger weh dann habe. Dadurch startet ein Programm in eurem Unterbewusstsein, das ihr von Kind an habt, Vermeidung von Schmerz. Das ist der Grund, einer der Gründe, warum jeder so hingeht und die Hand dann so drüber webt. Und das zweite, was ich gesagt habe, ist Betonboden, Glasflasche. Dadurch startet in eurem Unterbewusstsein das Programm Schutz. Der Beschützerinstinkt startet vor der Flasche. Das ist der zweite Indikator, warum ihr alle drüber gefallen seid. Jetzt möchte ich, dass wir es nochmal machen und seht diesen Ball als ein Ziel von euch. Und wie es oft im Leben auch geht, was wiederum Glaubenssätze und Programme sind im Leben, wenn was leicht funktioniert, kann es nicht stimmen, richtig? Das geht zu leicht. Und dann passiert es sehr oft, dass man kurz vor einem Ziel sagt, nein, das ist zu leicht. Überlegen wir nochmal. Oder ich wäre unsicher und dann fange ich an, so zu arbeiten, ja? Geht's einfach durch und denkt euch kurz vorm Ball, aber jetzt erst recht. Tack, weg. Nein, danke. So, probieren wir es nochmal. Übrigens, es tut nicht weh. Also es ist völlig, völlig egal. Ja? Also Hand raus. Und geht schon, kannst du auch, ja? Geht schon. Und Hand raus. Ja. Ich hatte keine Angst vor dem Ding. Gilt. Ihr könnt ruhig applaudieren, wenn es jetzt wer schafft. Ja, geht schon. Hand raus. Hand ausgestreckt. Und zack. Oh, fast. Da ist der Schutzmechanismus noch da. Das probieren wir nochmal. Ja, das machen wir nachher. Aber wieder hinten anstellen. Geht schon? Wir machen das so lange, bis es jeder geschafft hat. Das ist mir wichtig. Geht schon, jetzt tief. Oh. Sind die Beschützer unterwegs. Geht schon? Runter. Au. Oh. Geht schon. Und noch tief. Au. Oh. Ja. Da sieht man, wie schwer diese Programme sitzen. Frage. Durch das Umfallen beim ersten Mal von der Floschen ist da nicht wieder das Programm aktiviert worden, die Floschen fällt, wenn ich komme. Geht schon. Hand raus. Ja. Das war jetzt dann easy way. Das war super. Genau, einfach. Oh, knapp. Das geht noch. Das geht noch. Das nächste Mal. Geht schon. Jetzt halte ich die Flasche nicht fest. Geht schon. Und? Ja. Perfekt. Da ist er. So, jetzt dann. Geht. Und jetzt nochmal tief. Jetzt halt es mit zwei Händen. Wir schaffen das. Wir schaffen das. So, geht schon. Ja, genau. Und tief. Ja! Das hilft. Anfeuern hilft. Geht schon. Ja! Na bitte, auf einmal geht's. Jetzt, oh, geht schon, geht schon. Ziel auf den Ball. Und geht schon. Die Flasche ist weich. Ja! Hat es jetzt jeder geschafft? So.
Das ist oft der Grund im Leben, warum unser Unterbewusstsein uns teilweise im Weg steht, uns selbst weiterzubringen, weil wir daran nicht glauben oder es ist zu leicht oder zu schnell oder andere können es besser. Leute haben oft mehr Angst vor Leuten zu sprechen als vom eigenen Tod, das kommt ja auch irgendwo her. Und denkt dran, wenn ihr mit Leuten sprecht, vor allem wenn ihr Kinder habt, diese Grenze zum Erwachsenwerden fest zu ziehen, Kinder nicht als Erwachsene zu behandeln, aber so viele Freiheiten wie möglich doch zu geben. Lasst den Kindern die Glaubenssätze selber erfahren und macht euch darüber Gedanken, welche Glaubenssätze habt ihr selbst. Welche Glaubenssätze in mir drin hindern mich am Weiterkommen? Und dann kann man das mit ganz einfachen Übungen relativ schnell lösen. Sei das jetzt Phobien, Blockaden, Ängste, das muss ja nichts Schlimmes sein, das kann einfach nur Aufschieberitis. Wir kennen das nicht, aber wir kennen Leute, die das gehört haben und so. Ja, also. Weil die Grenzen von dem Ganzen sind immer nur in eurem Kopf und irgendwo anders. Immer in den Programmen, die ihr gerade abspielt. Genau, das cool. Haben wir gerade gesehen. Ich falle so über den Ball drüber. Es ist ja, gibt ja ein Video, ihr könnt euch diese Videoaufnahmen anschauen, da gehen die Leute so rein und dann so drüber. Eben aufgrund zwei Programmen, die aktiviert werden, völlig unbewusst. Hat das irgendwer von euch mitgekriegt, dass ich die Programme aktiviert habe? Und trotzdem bist du drüber gefahren. Stimmt, du warst der Erste. Genau, und deswegen ist es auch wichtig, das zu erkennen. Schützen, ja. Wenn ich Manipulation erkenne, kann ich mich davor schützen. Und deswegen ist es wichtig zu wissen, wie sowas funktioniert. Also, im Alltag wird jeder manipuliert. Wenn es das nicht selber macht, macht es eben wer anders. Das ist einfach so. Genau. Deswegen habe ich zum Beispiel seit 6 Jahren kein Fernseher mehr. Das, was ich anschauen will, hole ich mir so. Aber Free TV ist für mich Geschichte. Und wer noch mehr wissen will, wir sind eh noch länger da. Für Diskussionen immer bereit. Übungen haben wir auch genug mit. Also fallen uns immer ein. Richtig, man kann improvisieren. Und nehmt einen Flyer von uns mit, besucht uns einmal, redet mit uns. Danke für die Aufmerksamkeit, hat Freude gemacht. Danke. Das erste Okitalk Medienfestival von Klaus Glatzel. Veranstaltet in Rudolf Bemmers Oldtimer-Verein und Museum aus dem Jahr 2017 von 9. bis 11. Juni in Blindenmarkt.